Jetzt kommen wir zurück in unsere wunderbare Bergwelt ins Bernina-Gebiet. Im Hintergrund sehen wir ein bisschen Bernina, der Bianco Grat. Und da tue ich mit der Ski wieder Sauerstoff tanken, wie man dem sagt. Mit dem Fell laufe ich rauf, wie es früher üblich war. Denn das Auflaufen ist mindestens ein grosses Vergnügen und gesünder als nur das Auffahren. Wenn man oben ankommt, dann freut man sich über das, was man erreicht hat. Man schaut die Gipfel an, man bewundert die wunderbare Natur. Und von dem Essen, und zwar natürliche Nahrungsmittel, wie es hier in unserem Vollwertmüsli ist. Es ist interessant, wenn man Hunger hat, kann man sogar auch trocken essen. Der Hafer, wie er gedeiht, das Getreide, so sind sechserlei Getreide drin und nebenzu vielleicht eine Banane oder sonst eine Frucht. Und so hat man eine Vollnahrung, die einem wieder entschädigt für das, was man kräftemäßig gebraucht hat, die einem wieder stärkt für die Abfahrt. Ich habe trotz meiner 74 Jahre, die ich auf dem Buckel habe, kann ich immer noch die Gletscherabfahrten machen.